Hallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zu einer Folge zu Xenoblade Chronicles 3. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Ja, moin Leute, ne? Und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Xenoblade Chronicles. Ja, beim letzten Mal haben wir hier die Erinnerung von N und M gesehen, was damals passiert ist, wie M zum Möbius wurde, gegen ihren Willen. Und ja, wir sind ja jetzt wieder viel storymäßig unterwegs gewesen. Im Übrigen, ihr habt ja beim letzten Mal, beziehungsweise nach dem letzten Mal abgestimmt, weil ich euch habe abstimmen lassen. Hier mit Mios Frisur, ob wir lieber die Langhaar- oder die Kurzhaar-Version nehmen. Und ihr wart für die Langhaar-Version. Deswegen hat Mio jetzt auch die langen Haare wieder. Ich hatte da ja vorher abgespeichert. Ich finde die langen Haare, ehrlich gesagt, auch wesentlich schöner als die kurzen. Ist meine persönliche Meinung. Jeder hat seinen eigenen Geschmack, ne? Und ja, wir wollen jetzt auf jeden Fall demnächst erstmal wieder hier Nebenstory hier bevorzugen, weil, wie ihr wisst ja, wie das abläuft. Nebenstory immer vorzugeben, da diese auch verschwinden können. Ihr seht ja zum Beispiel das Riesenloch da hinten in dem Schwert, ne? Was wäre, wenn die eine Kolonie noch dort gewesen wäre? Das wäre ja dann doof gewesen. Wäre die Kolonie komplett weg. Kann ich hier eigentlich irgendein neues Gericht holen? We could do with some food. Efria Sashimi. I'll start, shall I? Has everybody had their fill? Ozean Sashimi haben wir gelernt. Can't wait to see how my nana prepares it. Break time's over. Good to add more names. Ist das Schloss jetzt eigentlich befreit? Also wir müssen uns hier auf jeden Fall umschauen, ne? Hier sind ja nach wie vor Zellen. Die wohl angestellt haben. Wonder what's inside. Say, isn't this valuable? We should take good care of that. Naja, wie gesagt, wir gucken, dass wir jetzt hier die Nebenquests zusammensammeln und dann wird, wie gesagt, erstmal hier wieder die Nebenstory bevorzugt. Also nach Cadenzia reißen wir bedingt nicht sofort. Better make sure we're well rested. So, Ozean Sashimi hieß es, ne? Da. Bisschen weniger Klassen-IP, aber dafür 10% mehr Beute als das andere Sashimi, wo sie die Idee her hat. Und hält auch ein bisschen länger. Sieht jedenfalls lecker aus. Und das sag ich, der Fisch gar nicht so wirklich mag. Die langen Haare sehen einfach schön bei dir aus, Mio. Okay, hier scheint nicht so viel los zu sein, aber wir schauen uns trotzdem um, ne? Guck mal, hier oben zum Beispiel hat jemand wieder Infos. Ja, die sind eventuell noch ein bisschen pisst wegen dem Gefängnisaufenthalt. Die waren da ja nicht gerade die Freundlichsten gegenüber denen. Hier ist die Kunden Möbius M gestorben. Hier auf dem Podest. I guess we'll be heading out once everyone's ready. Seeker. The west gate, right? Warte.
Wir haben ja ein Boot. Das ist definitiv eine Gondor-Helden-Mission. Beziehungsweise eine Mission an sich. Gondor hat keinen Bock. Die Rückkehr. Good to add more names. Okay, soweit ich das sehe, sind hier oben keine weiteren Questen. I see some relations have changed. Dann geben wir mal die Infos durch. Better make sure we're well rested. Zumindest die, die wir haben. Could you all come round for a second? Naja, sie sind ja nicht an so eine Zeit gebunden. Okay, da muss ich bei einem speziellen Lager reden. Da fehlt mir die Info. Ach, hier ist direkt eine Info. Was ist denn du da für eine interessante Maschine bei dir? Frag mich, wie viele Steine noch fehlen. Good to add more names. Die mit Abstand größte Nebenquest von allen halt. Where should I start? Nee, geht wahrscheinlich auch auf die Gesundheit. Wahrscheinlich nicht.
glaube, dass sie das außerhalb der City schon machen. I think we need to discuss this. Ja. Lässt sich einrichten. Ich hatte sowieso vor, zu den ganzen Kolonien nochmal zu reisen und eventuell Nebenquests abzusammeln. Ist ja jetzt auch ein neues Kapitel. Heldenmission für Tyon. Na gut, ins Bild zurückkehren. Ich meine Aufgabe. Kann ich eigentlich irgendwelche Juwelen verbessern? Hier kann ich was verbessern. Außer mit Münzen. Das kann ich auch noch verbessern. Ich kann das hier sogar auf 6 direkt bringen. Das hier kann ich auf 5 bringen. Okay, ansonsten konnte ich nichts verbessern. Aber wir können doch bestimmt noch die Bonus-EP nutzen. Und nochmal ein Level gönnen. Ja, sogar Level 66 jetzt. Ich definitiv feel stronger. Die Kleidung muss doch auch mal gewaschen werden. Nach dem langen Gefängnisaufenthalt. So. Nehmen wir einfach mal direkt die ganze Karte und gucken mal drüber, ob hier irgendwo ein Fragezeichen ist. Da ist auf jeden Fall die Rückkehr-Nebenmission. Den Zielort, den halten wir erstmal noch zurück. Können ja zuerst hier bei Kolonie mit May gucken, ob irgendeine Nebenquest ist. Also ich meine natürlich, ob hier eine neue Mission ist. Ich weiß, dass wir hier noch eine offen hatten. Jetzt sind ja, wie gesagt, die Nebenquests jetzt erstmal wieder Vorrang. Habe ich da ein Steinchen? Brauche ich offenbar nicht. Einfach mal rumschauen. Und nebenbei die eine Mission machen.
Das kann ja heiter werden. Klingt auf den ersten verbündig. Vielleicht sollte die andere Person reden. Das hättest du vielleicht mit Fiona besprechen sollen. Ach, Talo. Ich hab das Gefühl, sie wird's. Das Essen sieht so lecker aus. Ich weiß, dass er sich unbeliebt gemacht hat. Also ist das eigentlich eine gute Idee? Oh. Mach schon nicht traurig.
klingt doch gut eigentlich. Wenn es Fiona entlastet. Manchmal muss ich helfen, die zu sammeln. Wahrscheinlich nicht. Man könnte sich dann der Adjutant eventuell durchgehend wechseln, wenn irgendwer mal mehr Punkte hat als der andere. Um Gottes Willen. Okay, wie es aussieht, habe ich zuerst hier zu tun. Nein, weiter sammeln. Wir nehmen so viel wie nur irgend möglich an. In Konserven halten sie länger. Ich hoffe, ich finde die Zutaten recht schnell. Muss nichts Spezielles sammeln, einfach nur wieder, ich gebe dir Sachen. Okay, das wäre eine Mission. I hope this can be of some use to you. This is perfect. Thank you, Tyon. Ich habe einiges zu tun, ich sehe es doch. Stickers. Got to get stickers. Wie so ein Kleinkind. Talk about laser focus. Wie so ein Kleinkind, das zum ersten Mal Aufkleber entdeckt. Ja, habe ich. Mit einem Freund darüber reden. Ja, ist auch nicht gut, das in sich hineinzufressen.
Von Zalo herrscht keine gute Meinung. Auch man muss sich nicht viel bei diesen Aufgaben tun. So, da unten ist jemand, der quatschen will. Ich nicht so. Zu viele Krabben. Und Muscheln, an denen man sich schneiden kann. Ey, kein Witz. Als ich früher als Kind ins Meer gegangen bin, immer. Jedes Mal kam mir irgendeine Krabbe entgegen, hat mir ihre Scheren gezeigt. Nach dem Motto: Dich kneife ich gleich. Und dann habe ich einmal so eine richtig fette Krabbe gesehen. Die halb so groß war wie mein ganzer Torso. Ich war so schnell aus dem Wasser raus. Wenn es weiter nichts ist. Wo könnte der Schuh denn sein? Der Schuh des Manitou. Einer will hier was. Ein kaputter Anhänger. Irgendwer sucht den dann wahrscheinlich. Gern geschehen. Bei mir kommt die Panik selten. Es ist wirklich selten, dass ich mal irgendwie in Panik gerate. Right? Things you get from friends are always special. Ja. Oh, hier will jemand mir Infos geben. Lenz. Lenz hat's nicht leicht. Jüde Marie. Was? Du brauchst nur Selbstvertrauen, Mädel.
Wir können sie aufmuntern. Knuffig. Selbstvertrauen ist alles. Wenn du selber nicht an dich glaubst, warum sollten es dann andere tun? No. Oh Gott, es werden immer noch so viel Aufrufezeichen. Don't worry. I know a genuine smile when I see one. Ach, es geht um diese komischen Haie hier. Diese Landhaie. Die können wir ja eben kurz verprügeln. Frage ist, wie viele von denen ich verkloppen muss. Ah, wahrscheinlich noch so einige. Hier direkt unter mir. Da ist so eine Leiter zum Runterschieben. Kann ich hier auch wieder hochklettern? Ah, da. Da ist der Schuh von dieser Puppe wahrscheinlich. Ja, ein alter Schuh. Thank you so much for the help. Do me a favor. Keep your voice down when you call me that. Das ist ihm peinlich. Die verstehen auch nicht, wer die von denen will. Stimmt, eigentlich müsste ich mal auf Mio ein bisschen mehr gehen, dass wir mal die herrschende Blume sehen. Waren zu schwach dafür. Gern geschehen.
Okay. That was a close call. I'm so glad we got here in time. Und da unten sind nochmal zwei Haie zum Verkloppen, das sehe ich von hier. Ja, dann verkloppe ich die eben kurz. So, dann geben wir hier mal ab. Die Haie sind vernichtet. Böse Haie. Dann fehlt jetzt nur noch die Puppe und dann können wir eigentlich alle Aufkleber zusammensammeln. Yep, Tassie always brightens up my day. Oh, that smells gorgeous. Ich habe maximal Punkte gesammelt. Es ist kein Ausrufezeichen mehr da. Keine Ahnung, was du falsch gemacht hast. Naja. Ich glaube ja, dass Ayers der Adjutant wird.
Nach dem System kann sich dann eigentlich auch später keiner beschweren, ne? Was macht die denn? Moment, was ist? Wie werden die Punkte berechnet? So ein Trottel. Und deswegen passt das.
Sie hat nicht Unrecht. Also Talo lassen wir nicht nochmal nachdenken. Ich weiß, dass das fies klang. Ein Stück Holz. Da habe ich einige Infos zusammenzusammeln. Ja gut, ich würde einfach sagen, diese Infos können wir beim nächsten Mal zusammentragen. Talo hat sich unbeliebt gemacht, ne? Also am ehesten würde ich wirklich Ayase den Job geben. Vom Adjutanten. Aber da muss die Kolonie ja selber irgendwie auf die Kette kriegen. Auf jeden Fall, Leute. Ich hoffe, ihr hattet heute Spaß mit dem Part. Wenn ja, ein Abo und ein Like da lassen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao, Leute. Bis dann.